So. Okay, wir brauchen also Sonnenblumen. Oder allgemein Blumensamen. Und ich weiß auch schon, wo wir die herbekommen. Und zwar hier. Die Frage ist, wie bekommen wir die? Ich glaube, hier wird keine Täuschung. Grünwuchs geht auch nicht. Und? Oh! Ich bin nicht stark genug, um den Ast zu ziehen. Okay. Ein Stock bringt ja nichts. Nein, ich... Und jetzt? Durchs Fenster werfen? Ich werf dieses Ende des Schnürsenkels durch das Fenster. Ach, macht der wirklich? Okay. Ah! Und jetzt? Stimmt, das könnte gehen. Stimmt, das könnte gehen. Autsch! Ach, er tut sich weh. Es steht, vielleicht sollte ich die Fink... So, jetzt aber. Und jetzt? Interessante Idee. Hoffentlich geht das nicht nach hinten los. Nachher sperren mich die Zwerge doch noch in einen Stollen. Probieren wirst du es, wo du müssen. Das hat doch mal geklappt. So, dann gehen wir raus. Nein, den behalte ich. Wenn ich mich da drauf setze und das Seil kappe, besser nicht. Okay. Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will. Busch kann ich da auch nicht reinwachsen lassen, mehr oder weniger. Ich glaube, hier wird... Was könnte man tun? Sternenkarte. Könnte ich die Sternenkarte hier rein? Da sind keine Sterne an. Ich muss da irgendwas reinhängen, damit das aufgefangen wird. Ich will kein... Okay. Das braucht kein... Spitzwegspfeffer riecht ganz schön gut. Niedlich. Oh, niedlich. Ich höre Welle Summ 103.5. Der Becher ist leer. Was könnte ich da reinhängen? Mit der Nachricht gehe ich lieber. Was könnte ich da jetzt reinhängen, damit daraus was wird? Äußerst verwirrend. Auf der Tür steht Lager und Hell. Und sie ist. Ich brauche irgendwas Netzförmliches oder so. Die Frage ist, was? Na, raus mit dir.
interessante Inneneinrichtung. Schick und essbar. Das sind die öffentlichen Gelder unserer Gemeinde. Viele der Stadtarbeiter bevorzugen Nüsse als Bezahlung. Okay. Auch hier gab es jetzt nichts. Ah, sag mal, hast du vielleicht nett zu uns? Hallo, Herr Kirchenmaus. Ah, du, der Junge mit wessen Kirchenmaus? Ja, genau. Gibt es was zum draußen spielen? Eine Frisbee zum Beispiel? Vielleicht sind die Hubschrauber aus einem antiken Spielzeugsoldatenset hier das Richtige. Sie sind grün und sehen aus... Eine Seite. Das sind bestimmt noch grün. Wenn die älter als 2 Tage sind, haben sie das Geheimnis der ewigen Jugend gelöst. Naja, wie viel kosten die denn? Nur schlappe 2 Laubtaler pro Hubschrauber. Und ich gebe dir diesen ausgezeichnet erhaltenen Stock bei einem Kauf von 5 hinzu. Nun... Und noch diesen einzelnen Socken mit den eingestickten Initialen RD. Wie ist dein Name, mein Junge? Jerry Haselnuss. Nun, RD. Rerry Daselnuss. Passt doch wie Saat in Topf. Aber ich habe gar nicht so viel Geld. Oh, fast wären wir ins Geschäft gekommen. Verhandlungsgeschick ist wichtig, Sohnemann. Bald wird er den ganzen Laden hier übernehmen. Dann gehe ich in den wohlverdienten Ruhestand. Ja. Dann kannst du selbst unseren Kunden unschlagbare Angebote machen. Junior? Er ist schüchtern, aber ein grausam guter Geschäftsmann. Ich glaube an ihn. Ganz, wir auch. Ganz fest. Hörst du? Junior? Junior? Es ist so schön, den eigenen... Der Hubdinger, ja, du hast... Genau. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich brauche irgendein Netz oder sowas. Die Frage ist, wo bekomme ich sowas her? Das nein, man muss erst... Ja, das kenne ich auch alles schon. Spaß? Ach, selbst besonders. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Er sagt einfach nur okay. Ah, kann ich die mitnehmen? Schon wieder so müde. Oh. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Jerry? Gut, okay, das war nicht mein Plan, aber okay. Wir reden mal mit dem alten Magier. Bis später. Das kennen wir ja das schon. Schon zurück? Ich mach auch das. Mal wieder an die so viel. Ich bin neid, doch es ist also. Weil der redet ja wirklich immer dasselbe Zeug. Also den haben sie in der Warteschleife gesteckt, den Typen. Wow. Ist das hoch? Ich verstehe immer noch nicht ganz genau, was das sein soll, aber okay. Oh, der Waldschrat. Hallo du. Hallo du. Bist ja immer noch wach. Ja. Duftet so wunderbar. Man kann die Geschichten, die in der Luft liegen, beinahe riechen. Eine Geschichte habe ich heute schon notiert. Sie hat sich genau hier zugetragen, am Haus der Igelbrüder. Möchtest du sie hören?
Natürlich, lieber Waldschrat. Gefällt dir meine Geschichte? Zwischen den Welten finde ich oft Seltsames. Splitter von Geschichten, die in Vergessenheit geraten sind. Verloren gegangene Anfänge. Und Enden. Vielleicht gibt es auch etwas, das du vergessen hast. Vielleicht kann ich etwas für dich wiederfinden. Ich habe jetzt mal zu Ende reden lassen, weil den Rest kennen wir schon. Weil ich Käfer gesucht habe, aber ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie diese Käfer aussehen sollen. Ich suche noch irgendwas Braues mit 6 Beinen. Bin mir aber nicht sicher, ob das richtig ist. Ist hier... Bist du ein Käfer? Nee. Also schon einer, aber wahrscheinlich nicht die, die ich suche. Käfer. Käfer, Käfer, Käfer. Aber eigentlich suche ich ja ein Netz und das habe ich ja auch noch nicht gefunden. Na nü, jetzt ist nicht mal mehr der Waldschrat hier. Da ist nicht eine Biene drin. Dem süßen Duft nach zu urteilen, ist das Volk aber erst vor kurzem ausgeflogen. Kann ich mir eventuell noch ein bisschen Honig mitnehmen zum Beschmieren? Das muss nicht mit Honig... Anscheinend nicht, sonst habe ich nichts, was ich irgendwie... Kann ich vielleicht das Kürbisversteck wieder ganz machen? Schade. Okay. Die riechen nach nasser Erde. So sind mir Pilze viel lieber als in Mamas Salaten. Kann ich die mitnehmen eventuell? Das wäre natürlich auch cool, wenn ich so einen Pilz hätte. Ein Stockbrinkchen. Grünwuchs? Nichts. Okay. Vorräte, was war denn hier? Rüstung. Dokumente, Stapel Bücher. Das bringt mir allerdings auch nichts hier. Ja, dann gehen wir mal hier in die Stadt. Ich gehe einfach durchs Fenster. Okay, gehen wir durchs Fenster. Auch kein Problem. So, ich geh mal in die Stadt zurück. Irgendwo muss man doch so ein Netz jetzt finden, ey. Das kann ja gar nicht sein. Ja, komm schon. Oh. Sieh sich das einer an. Das leuchtende Zeug in der Nuss zieht Glühwürmchen von überall aus Mauswald an. Ich habe fast den großen Ast hinter dem Rathaus getroffen. Wenn man das überall machen würde, sähe das sicher mega cool aus. Hier sind wieder die bösen Gestalten. Und da ist ein Waldschrat. Oh, hallo du. Das kennen wir ja alles schon. Ja, wird es doch seltsam. Und? Vielleicht hast auch du was verloren. Das kennen wir ja alles schon. Die bewaffnete Stadtwache hat ihr Käsefondue. Ja, Blausaft sollte man, wenn wir nicht brauchen. Schnee? Mitten im Sommer? Hier ist doch so seltsam. Mit dem Schnee kann ich auch nichts anfangen. Ach, und da ist auch ein Waldschrat. Hey, hallo.
Oh. Ja, das kennen wir auch schon alles. Da, du hast eine Geschichte für uns. Nacht in meinem... Oh, ja, genau. Ja. So. Siebte Geschichte. Dankeschön. Unförmiger Stein mit Muster. Oh, Moment. Warte mal. Nichts. Da ist... Nichts. Da ist... Okay. Ach stimmt, hier waren wir ja auch noch. Okay. Ich frage mich immer noch, wie wir das beenden sollen. Also das muss ja irgendwie... Niemand da. Die arbeiten bestimmt draußen auf den Feldern. Ich dachte, ich könnte mir eine Decke nehmen. Geht aber auch nicht. Okay.